Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Classic Serie Reifenmontiermaschine 1022. Lösen Sie die Schrauben, um die Maschine von der Transportpalette heben zu können. Schrauben Sie die vier Schrauben aus dem Maschinenkörper, setzen Sie den Montagearm auf und verschrauben Sie diesen wieder mit dem Maschinenkörper. Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Schraube lösen und setzen Sie die Feder ein. Drehen Sie nun die Rändelschraube zur Einstellung des Montagearms ein. Entfernen Sie die Sicherheitsmutter und den Bolzen, um den Abdrückarm zu montieren. Setzen Sie den Abdrückarm an die dafür vorgesehene Stelle an der rechten Seite der Maschine und schieben Sie die Schraube durch die Bohrung an der Maschine und am Arm. Sichern Sie die Schraube mit der zugehörigen selbstsichernden Mutter und schrauben Sie diese fest. Achtung, schrauben Sie die Mutter nicht zu fest, damit der Arm noch leichtgängig zu bewegen ist. Führen Sie nun das Gewindestück vom Abdrückzylinder durch die dafür vorgesehene Bohrung und schrauben Sie die selbstsichernde Mutter so weit auf, dass die Gewindestange ca. 3 mm aus der selbstsichernden Mutter herausschaut. Schrauben Sie nun die Abdrückschaufel an, achten Sie auch dabei darauf, dass die Abdrückschaufel sich noch leicht bewegen lässt. Hängen Sie die Rückholfeder an der dafür vorgesehenen Position ein. Nun montieren Sie die Halterung für einen kleinen Eimer Montagepaste. Auf die Spannklauen können Sie nun, wenn Sie Aluminiumfelgen montieren möchten, Kunststoffschutzbacken aufstecken. Nutzen Sie Dichtband, damit das Manometer einen festen Sitz hat und schrauben Sie es an die Wartungseinheit an. Schließen Sie im Anschluss den Druckluftschlauch mit der Schnellkupplung an der Wartungseinheit an. Die Zuleitung Ihres Kompressors schließen Sie ebenfalls an der Wartungseinheit an. Nach vollständiger Montage der Maschine und Funktionsprobe der einzelnen Maschinenteile ist die Reifenmontiermaschine am Boden zu verdübeln. Nun ist Ihre Reifenmontiermaschine einsatzbereit.